Heute stelle ich euch ein Mauspad vor, und zwar eins mit Gelauflage. So Gelauflage braucht man hauptsächlich, wenn der Arm unter die Unterseite die Sehne wehtut. Man hat hier so eine Auflage drauf. Das ist jetzt von Anpollo, dieses Mauspad. So ein bewegliches Maul, so ein flexibles, hat so eine Klebeauflage oder Butyl ist es, glaube ich, als Auflage. Also so flexibel. Hat hier dieses Gelpad dran. Und man kann so den Arm auflegen. Der wird also quasi, hier wird da das Handgelenk geschont. Und man hat hier so diese Mausarbeitsfläche. Also wenn man hier so mit der Maus drüber fährt, hat man den vollen Arbeitsbereich. Wie gesagt, man braucht dieses, vor allem wenn man hier irgendwann mal diese Handgelenke wehtun. Ich bin so ganz zufrieden, es ist gerade eine schöne Oberfläche. Ist also auch reaktiv für diese ganz normale Mäuse mit Laser heutzutage. Also es reagiert relativ sauber oder sehr sauber, kann man einfach nicht sagen. So, das ist diese Gelauflage. Hat so eine kleine Mulde drin, weil der Arm, das Handgelenk natürlich immer so schräg auflegt. Ist nicht teuer und relativ sehr praktisch für Leute mit, ich glaube, es heißt Kapillarsyndrom oder so, wenn also das Handgelenk wehtut.